willkommen zu dem CSD in Berlin. Six, all in the mix. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Intro. So Freunde, wie ihr seht, sind wir gerade hier am Potsdamer Platz, Berlin-Potsdamer Platz, Berlin-Mitte. Schaut euch das an, was hier abgeht. Aber wisst ihr was, die Leute sind mir lieber als irgendwelche Nazis auf der Love Parade. Also, willkommen und los geht's! Wir beginnen mal hier auf dem Potsdamer Platz. Mal sehen, was später auf dem Brandenburger Tor abgeht. Bis jetzt sieht eigentlich alles sehr gut aus. Besser als die Love Parade auf jeden Fall. Der Typ macht erstmal Fotos von zwei Leuten. Er ist der geilste, Digga. Er ist der schärfste hier. Bam, Digga. Jawohl! Freunde, es ist rappelvoll. Da habt ihr eure Zeitung. Hammer! Komm, wir gehen mal ein bisschen da rum, so an den ganzen Seiten. Schauen wir uns das an. Wir müssen aufpassen in der Musik. Copyright. Aber hier könnt ihr euch so ein bisschen grob angucken, was hier so los ist. Ich werde einige Videos bringen, macht euch keine Sorge. Jawohl. Vielleicht wird es ja ein Dreiteiler. Geht schon ab auf jeden Fall. Ballern. Schaut euch das an, Freunde! Mit dem Typ will ich auch ein Foto haben. Es geht auf jeden Fall was ab, Freunde. Das war YouTuber, ne? Genau. Kenn dich, ja. Grüß dich. Ja, ist gut. Ja. Ein bisschen gucken, was du sagst. Wow. Viel besser. Danke, danke. Ja, gut, ja. Die Realität. Ja, du kennst es, ja. Aber das hier heute ist besser, wie was ich dachte. Was wir sehen, ist zum Beispiel bei Flaschen, die Leute gehen ja auf jeden Fall richtig ab, an jeder Ecke. Also die feiern richtig, ne? Sehr gut. Also so instrumentale Musik ist okay, weil die ist nicht geschützt. Finde ich cool. Er ist der Geilste. We'll be right back.
Straßenschild. Ja. Absperrung. Hammer. Die Stimmung ist auf jeden Fall viel besser auf der Love Parade. Viel besser. Sehr gut. Also in jeder Ecke tanzen die Leute. Jawohl. Was genau ist das jetzt? Ach, ich dachte, das sind Pillen oder so. Jawollo! Was natürlich sehr klar ist, ne? Kein Busverkehr, gar nichts. Alles außer Gefecht. Aber die U-Bahn und die S-Bahn fährt noch. Schön zu sehen, so ein bisschen am Park. Geiles Outfit, auf jeden Fall. Hier nochmal ein paar Party-People an der Seite. Überall auch so ein bisschen auf der Wiese auch irgendwo Leute, die sozusagen sich freuen, sich entspannen, die Parade sozusagen mitgenießen. An jeder Ecke ist halt immer was los. Ne? Komm, wir checken mal alle Ecken hier. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ganz viel Copyright-Musik, da muss ich echt immer aufpassen. Deswegen sage ich das auch sehr oft, weil wir wollen da kein Musikproblem bekommen. Auf jeden Fall sehr interessant, sehr, sehr interessant. Mir gefällt das auf jeden Fall. Sehr gut, mir gefällt es. Grüße gehen raus an die ganzen CSD-Leute, an die ganzen Veranstalter. Eure Partys, eure Umzüge sind seit Jahren beim Weiten die besten, die ich je gesehen habe. Ich glaube schon, dass die schwule Community sehr, sehr Wert darauf legt, wie die Qualität ihrer Partys ist. Oder diese Umzüge hier, ist eigentlich sehr, sehr cool. Und das ja auch schon seit Jahren. Feier ich. Props an die schwule Community. Weil wenn sie feiern, machen sie es richtig. Nicht so wie die Heteros. Finde ich sehr gut. Jawohl. Am geilsten sind die Touristen, die hier sind. Die Touristen, wie die sich das alles anschauen. Das ist am allergeilsten. Sehr gut. Sehr gut, ja. Die Touristen schauen sich das an, sitzen zum Beispiel in den Hotels und denken sich, was geht hier ab? Berlin ist crazy. Hot Summer. Wie gesagt, immer noch direkt am Potsdamer Platz, meine lieben Freunde. Und was soll ich sagen, Alter? Läuft auf jeden Fall.
die Leute feiern richtig stark. Also ich feiere das, dass die so stark feiern. Keiner feiert so wie die haben vom CSD. Die feiern sehr stark. Sehr, sehr stark. Weil der Typ mit dem Roller kommt nicht durch, wa? Der Typ. Auch die Polizei ist zum Beispiel an jeder Ecke, um zu sichern. Ihr seht ja da vorne zum Beispiel ist auch ganz viel Polizei. Und ja, die sehen so ein bisschen gelangweilt aus, aber macht ja nichts. Auch direkt hier an der S-Bahn, Potsdamer Platz. Wir gehen jetzt weiter zum Brandenburger Tor. Aber jetzt hier zu Fuß natürlich, ne? Die kommen nirgendwo durch, weil es viel zu voll ist. Ich frage mal ganz kurz die Leute, ob sie Millionäre werden heute, ob sich für die das gelohnt hat. Schau sich das an. Das Ganze ist noch der Anfang. Das ist ja nur der Anfang, ne? Und die haben schon, keine Ahnung, 300, 400 Flaschen. Heftig. Was geht ab? Wo ist der Typ, der die Flaschen gehört? Ich sehe gerade niemanden. Egal. Hier mal schön in die Ferne, im Hintergrund checkt die Polizei natürlich alles, dass da nichts Falsches passiert, alles wird abgesperrt, ordnungsgemäß. Potsdamer Platz. Auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Freunde, es ist die Hölle hier los am Potsdamer Platz. Love Parade. Das war gar nichts dagegen. Das CSD ist auf jeden Fall fünfmal so stark, fünfmal so groß, glaube ich. Das ist ja nur der Anfang. Wir müssen gleich zum Brandenburger Tor. Da schaltet ihr besser zum nächsten Video gleich. Und ja, was soll ich sagen? Heftig. Party, Digga. An jeder Ecke. So, Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon hier am Potsdamer Platz. Wir gehen weiter. Schaltet rüber zum nächsten Video. Wir gehen zum Brandenburger Tor und schauen uns das an. Wie gesagt, das Ganze ist ja noch der Anfang. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch jetzt gefallen hat, könnt ihr einfach mal einen Daumen nach oben lassen. Ganz, ganz wichtig. Wir sehen uns am Brandenburger Tor. Das Ganze hat sich jetzt nochmal richtig Schwung bekommen. Und ja, es ist nur der Anfang. Es geht gleich richtig rund. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns am Brandenburger Tor im nächsten Video. Wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Was haltet ihr davon? Hier ein kleiner Vorgeschmack, ein kleiner Vlog meinerseits. Und ja, ich feiere die CSD-Szene sehr. Ja, also wer gegen diese Leute was hat, der hat den, haben alle gute Geister verlassen. Ja, also die Leute sind nicht so stock im Arsch wie die Heteros, finde ich. Und sind einfach offene Menschen, die sagen, was sie denken und die machen, was sie fühlen. Das feiere ich so. Dazu gehört schon große Eier, muss schon große Eier haben, um hier öffentlich zu sagen, ich bin zum Beispiel schwul oder lesbisch. Weil das machen nicht so viele. Ne? Und bei der CSD ist es halt wirklich die einzige Möglichkeit, dass die Leute sich sozusagen versammeln und dann so eine fette Party raushauen. So einen Umzug starten. Ich feiere die Leute, weil die real sind. Besser als die Love Parade alle Male. Freunde, wir sind draußen. Wir sehen uns am Brandenburger Tor im nächsten Video. Peace. Grüße aus Berlin-Potsdamer Platz. Freunde, Party!